Alle Spiele der Regionalliga West. Live und on demand auf Sport Total. Los geht's, Wiedenbrück von links nach rechts in der dunkelblauen Spielkleidung. Die Fortuna von rechts nach links in ganz weiß. Ein Fall für Schwadorf. Boah, das sah schon mehr nach Handspiel aus und das gibt Elfmeter. Achte Spielminute. So, Luca Beermann mit der Möglichkeit und er hält den Elfmeter. Die erste Riesenchance und sofort vereitelt. Klasse gemacht. Der war nicht mal schlecht geschossen von Dustin Wilms. Aber, oh, ich glaube, da verlässt er zu früh die Linie. Oh, ich glaube, der hätte nicht zählen dürfen. Scholz. Lukoc. Ich glaube, das ist abseits von Schwadorf. Nee, läuft weiter. Gegen Karahan, Schwadorf, Beermann wieder. Wilms, den ist noch heiß. Najombe, Richtung Lukoc. Nochmal Najombe. Batarello verhindert den schnellen Konter. Karahan. Kerkemeier. Hinten wegen Druskis. Da soll der Ball hin. Lanius. Oh. Da hat er sich gedacht, boah, die erste Chance für Wiedenbrück. Aber wenn ihr nicht wollt, dann mache ich das. Ist ja so ein bisschen der Pechvogel. So, 20 Minuten durch und was habe ich euch gesagt? Wir haben ein munteres Spiel mit vielen Fehlern, die dann auch Torchancen ermöglichen. Sele Schuss. Tia bringt den nicht verkehrt. Chance durch Tim Böhmer. Wilms, den willst du nicht in der Position haben und dann ist der Ball schlecht. Aber nächster Ausrutscher, Batarello. Udimbu. 1 gegen 1 gegen Tia. Stanilevic! Außennetz. Langer Einwurf. Von, ich glaube, es ist Rumpf. Genau so ist es. Ja, dann doch nicht so lang. Und dann muss Beermann hin, aber sein eigener Mann. Oh, und dann nicht gut geklärt. Lukoc und Beermann bügelt seinen Fehler wieder aus. Sensationsstart von Luca Beermann in seinem dritten Regionalligaspiel. Lukoc. Abschluss. Oh. Also den hat Luca Beermann gut rausgeguckt. So, das war ein Fehler von Tia, da einzurücken. Budimbu. Nimmt Scholz mit. Scholz. Gut verteidigt. Den Ausgleich schießen zu lassen. Rangers gewannen am Ende 3-2. Aber schauen wir jetzt erstmal auf diese Möglichkeit. Lukoc, Wilms und wieder Beermann. Kaiser und Lier. Karahan. Gutes Zuspiel Richtung Sele. Schuss und André Weiß mit seiner ersten Glanztat. Es geht hier hin und her, liebe Freunde. Lukoc, klasse verlängert, Marquet alleine vor Beermann, Sascha Marquet, der setzt den Ball vorbei. Ich kann mich heute nicht beschweren. Tia, nah am falschen Einwurf. Ruskis kommt ran, Manfredas Ruskis. Weiß muss nicht eingreifen. Fehler auf der linken Seite, kein Foulspiel, Ruskis in Richtung Kaiser. Da ist die Möglichkeit zum 1-0 und dann vergleichsweise kläglich. Guter Ball in die Spitze. Stanilevic hat Platz. Seleschus muss hinterher. Lukoc!
Lukoc gegen Böhme. Das ist das Duell des Abends. Budimbo könnte abschließen. Budimbo, stattdessen der Ball auf Sascha Marquet. Und jetzt ist er drin. 1:0 für den Sportclub Fortuna Köln. Und es ist Dustin Wilms, der den Ball am Ende über die Linie drückt. Müssen wir vielleicht über Abseits reden. Schauen wir nochmal drauf, ob wir was erkennen. Super Ball von Budimbu, dann Marquet. Oh, dann ist es ganz eng, ob es nicht Abseits war. Sei es drum, hier gibt es keinen Videobeweis. Hoch und weit. Beermann mit beiden Fäusten. Budimbu. Vattarello. Gut gemacht. Stanilevic, Lanius, 2:0. Und der Innenverteidiger, der wirklich kein gutes Spiel gemacht hat und der Fortuna eigentlich keine Fortuna bringt, macht jetzt hier, ich will nicht sagen den Deckel drauf, aber biegt mit der Fortuna auf die Siegerstraße ein. Guter Ball vorher von Vattarello auf Stanilevic und dann ist die Kugel drin, weil Beermann seinen ersten folgenschweren Fehler macht. 5 Minuten noch. Was bleibt, ist übrigens die üppige Nachspielzeit, die Kaptan und Najombe uns eben beschert haben. Marquet hält drauf, Marquet. Von Fehler. Abouachi. Fehler. Brotlose Kunst. 60 Sekunden vor Schluss. Da passiert nichts mehr. SC Wiedenbrück. Erstmal Lukoc. Lars Lukoc. Und Beermann mit der nächsten Glanztat. Und da hat er den Fehler beim 2:0 wieder gut gemacht. Schwach gemacht von Amedik. Und dann Beermann stark. Und dann ist es auch einfach nur stark gemacht von Arnold Budimbo. Und es ist die letzte Aktion dieses Spiels. Nach etwas weniger als 4 Minuten hat Felix May genug gesehen. Mit 2:0 gewinnt der SC Fortuna Köln hier hochverdient. Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war es das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.